Hallo und grüß Gott bei unserer Serie Mehr Wissen mit Recht. Bei vielen Menschen besteht das große Bedürfnis, auch in den letzten Tagen ihres Lebens Herr ihrer eigenen Entscheidungen zu sein. Sehr viele Menschen entscheiden sich daher zur Errichtung einer Patientenverfügung. Magister Philipp Pall von der Kanzlei Aspida weiß um dieses Thema genauestens Bescheid. Herr Magister, was gilt es hierbei insbesondere zu beachten? Festzuhalten ist, dass der Gesetzgeber auf dieses Bedürfnis der Bevölkerung reagiert hat und bereits im Jahr 2006 das Patientenverfügungsgesetz erlassen hat. Dabei unterscheidet das Gesetz zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Patientenverfügungen, einerseits der beachtlichen und andererseits der verbindlichen Patientenverfügung. Mit einer Patientenverfügung kann ein Verfügender bereits jetzt schon festlegen, dass für den Fall, dass dieser die Einsichts- und Urteilsfähigkeit verliert und ein ärztlicher Eingriff notwendig ist, gewisse von ihm genau zu bezeichnende Behandlungen abgelehnt werden. Wo liegt hier genau der Unterschied? Wie die Bezeichnung schon verrät, ist die verbindliche Patientenverfügung für den behandelnden Arzt verbindlich und hat sich dieser unter der Voraussetzung der rechtswirksamen Errichtung und Gültigkeit an diese zu halten. Eine beachtliche Patientenverfügung ist demgegenüber eine schriftliche Willenserklärung, mit der der Verfügende eine Richtschnur für den behandelnden Arzt festlegt. Welche Formvorschriften gilt es bei der Errichtung einer verbindlichen Patientenverfügung zu beachten? Die Errichtung einer solchen Verfügung ist an sehr viele inhaltliche und formale Vorschriften geknüpft. Eine verbindliche Patientenverfügung ist durch einen entsprechenden Fachmann, etwa einem Rechtsanwalt, zu erstellen und müssen die Anweisungen ausgesprochen konkret formuliert werden. Aus diesem Grund ist auch die Beiziehung eines Arztes zwingender vorgesehen. Welche Anweisungen es dabei zu beachten gibt, dazu hat mein Kollege Stefan Lendl den Grazer Allgemeinmediziner Thomas Miesche befragt. Herr Dr. Miesche, Sie als Allgemeinmediziner haben bereits bei zahlreichen verbindlichen Patientenverfügungen mitgewirkt. Auf welche Umstände ist ganz besonders zu achten? Bei der Errichtung der Patientenverfügung ist es für mich als Arzt besonders wichtig zu erkennen, dass die beratende Person, der Patient, in seiner Urteilsfähigkeit und Einsichtsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist. Erst dann kann ich mit dem Aufklärungsgespräch beginnen. In dem dann folgenden Gespräch erfrage ich die Beweggründe der Person und kläre in verständlicher Art und Weise über die möglichen Folgen und Folgewirkungen der Patientenverfügung auf. Wichtig ist mir, dass der Patient wirklich genau weiß, was er mit seinem Schritt bewirkt, was sozusagen die Folge ist. Und um mir darüber Gewissheit verschaffen zu können, bitte ich den Patienten dann zum Schluss eine Zusammenfassung des Gesprochenen in eigenen Worten zu erstellen. Das sind die wichtigen Punkte, auf die es ankommt. Dann kann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen. Ich möchte in diesem Zusammenhang anmerken, dass die Errichtung einer Patientenverfügung gut überlegt sein soll. Auch die Errichtung einer Für- und Widerliste ist grundsätzlich empfehlenswert und kann bei der Entscheidungsfindung helfen. Wenn ich mich zur Errichtung einer verbindlichen Patientenverfügung entschlossen habe und eine solche rechtswirksam errichtet worden ist, gilt es dann noch etwas zu beachten? Eine verbindliche Patientenverfügung ist lediglich für 5 Jahre gültig und muss danach wieder bestätigt werden. Unabhängig davon kann eine solche Verfügung natürlich jederzeit widerrufen werden. An wen wendet man sich, wenn man eine Patientenverfügung errichten möchte? Zumal eine umfassende Rechtsberatung über das Wesen und die Wirksamkeit einer Patientenverfügung unumgänglich ist, empfehle ich jedenfalls zu einer ausführlichen Rechtsberatung, etwa durch einen Rechtsanwalt und einen Arzt. Herr Magister, ich danke Ihnen für das Gespräch. Wenn auch Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie Ihre Anfrage direkt an die Kanzlei Aspida entweder telefonisch unter 0316 922 933 oder per E-Mail an office@aspida.at richten. Soviel zum Thema Patientenverfügung. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.